Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic Labyrinth. Und heute ist der Mutaburasaurus dran. Und der wartet hier schon, der ist gerade fertig geworden in der Ausbrütstation. Wir springen mal dahin. Und dann würde ich sagen, lassen wir ihn auch direkt frei. Schauen uns hier an, wie er hier gemächlich aus dem Tor kommt. Aber ich glaube, der Mutaburasaurus kann auch wirklich schnell, wenn er möchte. Wenn er dann auf zwei Beinen läuft. Und ich werde euch jetzt natürlich, Moment, natürlich verraten, wer diesen Mutaburasaurus, ihr seht, er kann echt schnell laufen, wenn er das möchte, übernehmen wird. Und zwar ist das Fuchshai mit dem Kommentar, bitte, ich möchte der Hashtag Mutaburasaurus sein. Ich war noch nie irgendetwas von Jurassic World. Herzlichen Glückwunsch, Fuchshai, jetzt bist du etwas von Jurassic World und du nimmst hier teil bei diesem Projekt. Und eventuell kannst du hier auch einen der drei Podiumsplätze abgreifen und somit etwas gewinnen. Ich drücke dir auf jeden Fall alle Daumen. Ich würde sagen, wir benennen ihn um. Oh, das war falsch. So, Fuchs. Hi. Und dann bringe ich euch zurück, sobald Fuchshai mit seinem wunderschönen Mutaburasaurus dann das Labyrinth betritt. Bis gleich. Und da befindet sich der Mutaburasaurus hier schon im Landeanflug. Steht jetzt wieder auf allen Vieren. Wir sehen die Nahrung und das Wasser. Die Nahrung ist sogar schon ein ganzes Stück runtergegangen, wie ihr seht. Über die Flug- und Betäubungszeit. Und er läuft jetzt hier direkt los. Er sprintet los auf beiden Beinen in das Labyrinth. Die Zeit ist gestartet. Und er scheint hier auch gar nicht mehr abbremsen zu wollen. Er sprintet hier jetzt wirklich im Affenzahn los. Und hat jetzt hier das erste Drittel schon knapp nach 10 Sekunden hinter sich gebracht, was wirklich, wirklich gut ist. Also, das ist, glaube ich, hier mit Abstand der beste Start, den wir hier in diesem Projekt bis jetzt erlebt haben. Der Mutaburasaurus kann es hier locker auf Platz 1 schaffen. Er hat jetzt hier schon das zweite Drittel hinter sich gebracht, nach knapp 25, 26 Sekunden. Also das ist wirklich, das wird eine Bombenzeit hier und ich glaube, die wird auch unschlagbar sein. Lieber Fuchshai, ich kann dir, glaube ich, schon mal zum Platz 1 gratulieren, falls der Mutaburasaurus jetzt nicht noch umdrehen sollte. Das sieht aber nicht danach aus. Der scheint sehr entschlossen zu sein, hier ins Ziel zu kommen und eine wirklich, wirklich Top-Zeit für dich aufs Parkett zu legen. Er ist jetzt hier schon in der letzten, ja, Abzweigung, Kurve und rennt jetzt hier auf die Ziellinie zu. Kann das hier unter einer Minute schaffen. Er bleibt jetzt hier nochmal stehen. Und damit überquert er hier die Ziellinie und erreicht somit eine Zeit von unter einer Minute mit 59 Sekunden und 16 Hundertsteln. Lieber Fuchshai, das war wirklich eine grandiose Leistung. Unter einer Minute, ich denke mal, das wird nicht mehr schlagbar sein. Und wir haben ja auch nur noch einen Kandidaten. Also ich glaube, ich kann dir schon mal zum Platz 1 gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. Genieß hier deinen kleinen Siegersnack. Und wie gesagt, wir haben hier noch einen Durchlauf durch unser Labyrinth offen. Und danach ist dieses Projekt vorbei. Und wir küren hier die Sieger. Und falls ihr noch die allerletzte Chance haben wollt, hier an diesem Projekt teilzunehmen, dann müsst ihr einmal dranbleiben. Wir werden jetzt den nächsten Dinosaurier auslosen. Und dann verrate ich euch auch, wie ihr diesen dann übernehmen könnt. Wir haben einen neuen Platz Nummer 1 hier und das so kurz vor Ende dieses Projekts. Das ist jetzt hier die vorletzte Folge und wir losen jetzt zum allerletzten Mal mit unserem Rad den letzten Dinosaurier, aus der durch unser Labyrinth laufen darf. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange, wir drehen das Rad und dann werden wir sehen, welcher Dinosaurier hier als letztes dran sein wird. Und zwar ist das der Allosaurus. Das ist wirklich nochmal ein sehr, sehr guter Kandidat. Darauf freue ich mich mega. Darauf freut ihr euch sicher auch. Und ihr wisst Bescheid. Falls ihr der Allosaurus sein möchtet, dann müsst ihr einmal unten Hashtag Allosaurus in die Kommentare schreiben. Und mit etwas Glück könnt ihr dann dieser sein. Und vielleicht könnt ihr mit dem Allosaurus, der soll ja auch sehr, sehr schnell sein, auch noch einen guten Platz hier in unserem Labyrinth abgreifen. Wir werden sehen. Und wie gesagt, ihr kennt die Spielregeln. Hashtag Allosaurus unten in die Kommentare. Und falls euch das Videoprojekt oder das Video hier gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Damit verabschiede ich mich. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut, euer Dandy.